Moin Leute, heute mal ein kleines Video zur Innenraumreinigung bzw. Cockpitpflege. Wie hier zu sehen, habe ich es nochmal nötig. Und das Ganze testen wir heute mal mit dem Reiniger von Sonax. Das ist der Cockpitpfleger Tropical Sun mit Matt-Effekt. Ja, wie unschwer zu erkennen, hier bei meiner Türwange sieht es schon übel aus. Das möchte ich jetzt heute euch mal zeigen, wie ich das am sinnvollsten behandeln würde. So, und zwar nehmen wir mal hier den Reiniger einfach, wenn er dann will, ja genau, ruhig schön einsprühen. Und dann nehmen wir hier natürlich unser Mikrofasertuch, dann reiben wir das einfach mal schön. Der Vorteil ist nämlich, dass es für Plastik sehr gut geeignet und behält auch den Matt-Effekt von dem Plastik frei. Heißt, ihr habt auf jeden Fall kein glänzendes Plastik, was irgendwie speckig oder sowas aussieht. Das auf jeden Fall in keinster Weise. So, und wenn man jetzt auch schon sieht, wenn es abtrocknet, ja, hier unten habe ich schon richtig ein paar Ratzer drinne. Hier, die wird man auch damit jetzt nicht mehr rauskriegen. Aber da habe ich dann auf jeden Fall was anderes noch für. So, dehnen wir das Ganze mal ein bisschen weiter aus. Das da hinten ist ein bisschen Schnee im Fußraum. Oder was heißt Schnee? Ja, gefrorenes Eis. Wir können mit dem Reiniger alles behandeln im Auto, was mit Plastik versehen ist. Deswegen passt sie es eigentlich ganz gut. Hier die Türleiste wird nämlich auch häufig beansprucht. Genau. Und deswegen machen wir die gerade auch mal mit. Und wie man sieht, es riecht auf jeden Fall wirklich tropisch. Und der ursprüngliche Glanz vom Plastik kommt auf jeden Fall wieder super. So, und in unserem Fall geht es nämlich jetzt auch um das komplette Interieur vom Auto. Heißt, der ganze Plastik, der hier sichtbar ist, können wir damit auch auf jeden Fall ohne Probleme einsprühen. Hier läuft schon runter. Solange ihr auch das Mikrofasertuch, was ihr jetzt oder das, was jetzt momentan im Gebrauch ist, auch jetzt nur für den Plastik verwendet und ihr habt jetzt keine extrem dreckigen Stellen, könnt ihr das ruhig auch hier für den Innenraum weiter nutzen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt über das Navigationssystem wischen, weil dafür ist es nicht gedacht. Wenn es jetzt dann nur leicht feucht ist von der Behandlung vorher, kann man immer hier, kann man immer hier auch schön über die Armaturen, so mache ich das zumindest, weil diese Restfeuchte, die reicht dafür und die Knöpfe werden nicht zu nass. Und da behandeln wir dann auch mal gerade hier die Mittelkonsole mit. Da kann man sich sonst auch hier ruhig einen guten Spritzer hier aufs Tuch geben. So. Und dann können wir hier auch schön die Mittelkonsole reinigen. Kann man auch hier schön über das Alu gehen und die Knöpfe auch mit abwischen. Weil bei mir hat es jetzt auch noch mal nötig getan. Und wir reden natürlich auch hier ein bisschen runter, genau. Wir reden natürlich auch hier oben von weil ich muss sagen, da sind die Sonax-Produkte wirklich super. Die Qualität stimmt auf jeden Fall optimal. Es riecht gut und es ist auch wirklich hier, jetzt in dem Fall war ich gerade noch in der Mitte, hier. Es ist nämlich auch so ein bisschen staubabweisend. Das heißt, so wie hier auf dieser Schalterleiste, habe ich jetzt zumindest das Problem, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber hier sammelt sich bei mir immer der Staub ab durch Kleidung, diese Fusseln und sowas, was halt im Auto so rumfliegt. Und ich muss wirklich sagen, das Zeug ist wirklich top. Das hält nämlich auch gegen Staub vor, heißt es macht euch oder erleichtert euch auch die Arbeit beim Putzen. Und kann ich wirklich nur empfehlen.
Das ist ein super Zeug von Sonax. Wie gesagt, ich hatte ja eigentlich angekündigt, mein Auto jetzt auch die Tage zu putzen von außen. Aber das ist mir jetzt, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen kalt, zumindest hier bei uns. Da werde ich jetzt die Tage mal die Waschbox fahren und euch da mitnehmen, euch das zeigen. Ja, wie gesagt, für drinnen sollte das auch eigentlich erstmal jetzt gewesen sein. Und ich kann euch ja mein Auto mal zeigen, wie es von außen aussieht. Also wie man schon sieht, von hinten wird es jetzt ganz schlimm. Es hatte schon mal bessere Zeiten gehabt, aber das will ich jetzt, wie gesagt, die Woche in Angriff nehmen. Weil das Wetter bei uns draußen wird einfach nicht besser. Aber das Auto muss schon mal geputzt werden. Und wie gesagt, da sind wir jetzt auch schon wieder am Anfang, wo wir eben rausgekommen sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, sollte ja nur ein kurzes Video werden. Der Rest folgt dann. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert mich. Bis dahin, ciao, ciao.